Die Fluchtwelle der Rohingya aus Myanmar ist groß. Viele der Menschen landen in Lagern in Bangladesch. Außenminister Gabriel ist dort zu Gesprächen. Kinder der muslimischen Minderheit der Rohingyas in einem Lager. Quelle: AMAHAT.AP/Deutsche Presseagentur. Außenminister Sigmar Gabriel macht sich in Bangladesch ein Bild vom Flüchtlingsdrama der muslimischen Rohingya aus dem Nachbarland Myanmar. Gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus Schweden und Japan sowie der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini besucht der SPD-Politiker ein Aufnahmelager. Dort sind 26.000 von insgesamt mehr als 830.000 Menschen untergebracht, die vor Gewalt und Verfolgung in ihrem Heimatland geflohen sind. Auch ein Treffen mit Regierungschefin Sheikha Hasina ist geplant.